Moin, Freunde der Sonne, es gibt mal wieder ein neues Video. Und heute komme ich mit dem totalen Underdog um die Ecke. Ich glaube, fast niemand hat irgendwie davon eine Review oder diese Marke ist auch nur ansatzweise bekannt. Und heute dreht sich alles um Camus. Weil der gute Denso, kleiner Disclaimer, hat mir ein riesiges Paket zugeschickt mit diesem Wheel, mit einer Buttonbox und einem runden Wheel. Und den Direct Drive von Camus. Und das gucken wir uns heute mal an. Also, let's go. Bevor wir jetzt loslegen, wir machen das Wichtigste zuerst. Der Preis. Wheelbase, 500 Euro aktuell im Simrace Shop für 15 Newtonmeter. Ist eine ganz schöne Ansage. Zwei Wheels. Dieses, das ist die Camus Buttonbox und dazu das Wheel. Und dieses, 250 Euro, 250 Euro. Wir sind genau bei 1000 Euro für drei Sachen. Und jetzt reden wir mal darüber, ist das ein Banger oder ist das kein Banger? Wahrscheinlich würdest du dir das Unbox-Video angesehen haben, hoffe ich zumindest, weil wir sind die ganzen Geräte mal durchgegangen und mussten auch ein bisschen was basteln und bauen, was ich, sag ich mal, bei dem Preis irgendwie, ja, ich sag mal, erwarte. Nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich zugeben, für den Preis ist das qualitativ gar nicht mal so verkehrt. Denn wenn du dir mal für 250 Euro dieses Wheel anguckst, ich meine, ja, es ist nicht das Schönste, okay? Und es ist vielleicht auch nicht was für große Hände. Aber du hast ordentliche Shifter, die wirklich sehr gut funktionieren, gut klingen. Du hast Buttons drauf, die du brauchst, Rotary Encoder, die du drücken kannst. Du hast auch noch so Kippschalter und du hast auch noch normale Knöpfe drauf. Und das Ganze läuft über einen stinknormalen Quick Release, der bei den Wheels mit dazukommt, der hinten dran ist. Bei dem runden Wheel ist das ungefähr dasselbe, denn du hast wieder deine vier Buttons, Rotary Encoder, Kippschalter, Shifter und das Wheel. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für 250 Piepen ist das ein Ding. Für mich persönlich ist das GT-Wheel, also das hier, ein bisschen zu klein. Es könnte für mich ein bisschen größer sein, weil ich tue mir nämlich beim Schalten hier hinten immer ein bisschen weh. Das runde Wheel, das ist super. Also ich kann mir ehrlich gesagt für 250 Euro nichts Besseres vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ja, die Buttons sind jetzt nicht so das, was man gewohnt ist aus dem High-End-Bereich, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und ich sag mal so, für ein bisschen EDS oder Rallye wäre das auf jeden Fall ein Kracher. Wenn wir uns jetzt mal die Wheelbase angucken. Die Wheelbase hat vorne dran Knöpfe. Ich weiß nicht wofür, aber sie sind da dran. Man könnte sich, glaube ich, die Zündung da irgendwie drauflegen oder den Starter. Aber ansonsten weiß ich nicht, warum Camus da was rangemacht hat. Ich meine, sie sind da, sie funktionieren. Die haben dieselbe Qualität wie die Buttons an den Wheels dran. Ansonsten ist die Verarbeitung der Wheelbase wirklich sehr, sehr gut. Also für 500 Euro kriegst du wirklich voll Metall. Du hast hinten dran hast du alle Anschlüsse, die du brauchst. Du kannst dort Pedale mit anschließen. Du kannst einen Shifter mit anschließen. Also kannst du wirklich alles anschließen. Du hast deinen USB-Port hinten dran und du hast auch deinen Stromanschluss hinten dran. Kommt alles bei Camus mit. Es wird wirklich alles mitgeliefert, von Schrauben bis jedes Lenkrad hat einen Quick Release mit dazu. Bei mir war es leider so, ich musste beim Quick Release die Wheelbase ein bisschen auseinanderbauen, weil der Connector, den du vorne ranschraubst, den musste ich da leider rausholen und dann mit ranfriemeln. Das kannst du dir im Unboxing-Video nochmal angucken, falls du eventuell dasselbe haben solltest bei dem Preis. Ich bin nicht wirklich traurig darüber, dass das passiert ist. Irgendwie war das auch eine schöne Experience, mal so ein Ding auseinanderzubauen und dann wieder zusammenzubauen. Die Wheelbase an sich hat 15 Newtonmeter. Also da steckt für 500 Euro schon ordentliche Bums drin. Ich würde dir jetzt gerne mal die Software zeigen, die damit geliefert wird. Und dann kennst du ja das Spielchen. Machen wir erstmal ein paar Fahrtests. Also, lass mal rein in den Testrig. Freunde der Sonne, lass mal kurz nochmal über Mounting sprechen. Das habe ich vorhin ganz verschwitzt, aber würde ich dir gerne zeigen. Also die Wheelbase, die kannst du von unten mounten, hat vier Schrauben, die du reinhämmern kannst. Die werden auch mitgeliefert. Bei mir war es so, ich hatte von Track Racer mein Mounting-System
Ich hatte leider nur die Möglichkeit, in drei Löcher reinzuschrauben. Das vierte passte nicht. Also du wirst wahrscheinlich nochmal bohren müssen, weil es nicht die handelsüblichen Löcher sind wie bei den normalen Mounts. Wenn wir uns den Quick Release nochmal ansehen, dann wirst du feststellen, dass der sehr ähnlich ist mit Moser. Und ich finde bei Camus den Quick Release super, super wertig. Also da dran ist alles aus Metall. Er flutscht auch super gut. Also ich hatte beim Ran- und Abmachen hatte ich nie Probleme. Und die Connection wurde auch immer sofort hergestellt. Also Quick Release ist definitiv eine 1+ und hat mir sehr, sehr gut gefallen. An der Stelle ein ganz kleiner Hinweis. Bei den Quick Releases, wenn du sie abmachen willst, ist oben bei dem Camus-Schriftzug ein kleiner Öppel, den musst du drücken, damit du es runterziehen kannst. Falls du das Unboxing schon gesehen hast, wirst du festgestellt haben, dass ich Idiot den am Anfang nicht gesehen habe und den Quick Release nicht richtig lösen konnte. Das heißt, falls du irgendwann mal Camus Gerät hast, oben ist ein kleiner silberner Knopf, den musst du drücken. Ab ins nächste Segment. Lass uns mal gucken, was hier geht. Ich habe mir mal mein rundes Lenkrad mitgebracht, da das andere mir persönlich etwas zu klein ist. Und wir dengeln das mal hier ran. Und schwuppdiwupp haben wir das Wheel dran. Lass uns mal in die Software gucken. Also wir können uns bei Camus selber auf der Internetseite die Software dazu runterladen. An der Stelle müsst ihr nach ganz unten klicken und dann habt ihr unter Informationen Downloads. Ist ein bisschen versteckt an der Stelle, aber da findet ihr dann das Camus Racing Drive 1.560. Und wenn ihr da drin seid, werdet ihr begrüßt mit der Gerätschaft, die angeschlossen ist. Du kannst hier unter Parameter kannst du alles einstellen. Du hast auch hier unter Recommended gibt es extrem viele Profile, wenn du sie laden möchtest. Und dann hast du hier noch unter Devices kannst du das Lenkrad sehen. Du kannst hier auch deine ganzen Button testen, ob die funktionieren, ob das erkannt wurde. Und du kannst hier auch die Gradanzahl einstellen, wie weit dein Wheel gehen soll. Dazu kannst du hier weiter, wenn du noch ein Dashboard dran hast, dein Dashboard einstellen. Ich habe jetzt von Camus kein Dashboard dran. Aber wie ihr sehen könnt, hier an der Seite wird alles diesbezüglich angezeigt, was angegeben wurde. Wenn wir jetzt mal bei Parameter reingucken, hier ist nicht viel los. Da ist wirklich nicht so viel los. Also du hast halt Damping, Friction, Inertia und Idle Spring. Und das war's. Du kannst hier auch dein Center einstellen, wenn du das möchtest. Ich habe jetzt hier meine Game-Effekte, die habe ich einfach mal auf 100% gedreht und dann hast du hier bei Assistance, kannst du noch gucken, wenn der Wheelbase irgendwann mal eine Fehlermeldung ausspuckt, was diese Fehlermeldungen denn sind. Und mehr kannst du hier in der Wheelbase nicht einstellen. Das kommt mir sehr bekannt vor, das hatten wir bei einem anderen Hersteller auch schon mal in diese Richtung. Aber dieser andere Hersteller, der hatte keine 15 Newtonmeter. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir fahren jetzt gemeinsam eine Runde Spa. Im Mercedes, in iRacing. Also lasst uns das mal laden. Wir sind mal wieder mit dem Trusty Mercedes unterwegs auf meiner Lieblingsstrecke Spa. Wir reißen mal den Hobel an und dann drehen wir mal eine Runde. Ich habe die Road Effects in ACC ein bisschen hochgedreht, weil die doch relativ dünn ausgefallen sind. Aber dazu werde ich euch gleich mal ein bisschen was erzählen. Wir legen mal einen Gang ein und wir fahren mal raus. Und dann versuche ich euch mal zu beschreiben, was hier los ist. Wir können jetzt hier schon wieder sehr schön die Straße spüren. Hier oben ist auch viel los, also du musst sehr viel arbeiten am Lenkrad. Du kannst auch hier wieder die Unebenheiten spüren. Im Vergleich zu anderen Wheelbases, wenn wir diese Stelle fahren, ist die Camus doch ein bisschen ruhiger im Vergleich. Also ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen mehr von diesen Straßeneffekten spüren könnte. Ist das jetzt an der Stelle zu wenig? Absolut nicht, aber ich stehe halt auch so ein bisschen auf sehr viel rohe Gewalt beim Fahren. Man merkt auch hier schön das ABS. Es ist sehr verhalten, möchte ich sagen. Das hat keiner gesehen. Es ist doch sehr verhalten untenrum. Diese kleinen Effekte, dafür hast du auf der anderen Seite, aber wieder, wenn du übers Curb fährst, sehr viel Frostfeedback und auch sehr schönes Frostfeedback. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Curbs sich irgendwie kacke anfühlen. Die sind absolut da und man kann sie definitiv wahrnehmen. Ich habe jetzt an der Stelle in meinen Settings in ACC
das Voice Feedback auf 80% und im Treiber auf 100%. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Und ich habe die Roteffekte auch auf 30%. Ich denke, man könnte die, nicht so gut. Man könnte die auf jeden Fall auch mal ein bisschen höher drehen. Wir fahren jetzt hier mal übers Curb. Das fühlt sich wirklich sehr gut an. Man kann sie merken. Man merkt an der Stelle leicht auch, dass wir auf dem Astro-Curb drauf sind. An der Stelle. Aber man muss trotzdem sagen, vom Force Feedback her ist das nicht wenig und es ist nicht schwach, aber es ist bei weitem nicht so detailliert wie bei der Konkurrenz. Also es ist, sag ich mal, wenn man jetzt nur ein bisschen weniger Budget hat und man möchte sich gerne eine Wheelbase kaufen, dann könnte die Camus da definitiv eine Option sein. Ich sag mal so, wenn das hier die erste DD sein soll mit 15 Newtonmeter für 500 Euro, ist das definitiv machbar. Und auch gar nicht so verkehrt. Also. Bei mir ist es natürlich so, ich bin ja sehr große Wheelbase gewöhnt und auch andere Motoren gewöhnt an der Stelle. Aber ich sag mal so, Camus hat sich in dem Preissegment doch sehr gut aufgestellt. Und es ist hier in ACC zufriedenstellend. Und da würde ich an der Stelle jetzt noch mal kurz den Geräuschtest machen für dich in ACC mit der Wheelbase. Und ich werde das Mikrofon jetzt daneben hängen und dann kannst du dir das gleich nochmal anhören, wie viel die Wheelbase in ACC in Spar arbeitet. So, das waren dieselben Bedingungen wie immer. Wir waren auf Spar unterwegs, wir haben alle Curbs mitgenommen und ich würde jetzt an der Stelle nochmal in iRacing reinhüpfen und da machen wir genau dasselbe Prozedere. So, dann fahren wir jetzt mal eine Runde iRacing. Ich habe eben gerade nochmal ganz kurz meine Settings angepasst und wir legen los. Man kann auf jeden Fall in iRacing das Force Feedback noch ein bisschen höher drehen, als man es in ACC hat, weil es fällt doch ein bisschen dünn aus am Ende. Also du merkst zwar alles, aber du hast hier wieder sowas wie Road-Effekte, hast du zum Beispiel ganz, ganz wenig und sehr gedämpft im Hintergrund. Wenn wir jetzt hier mal schön so durchfahren, kannst du wieder die Curbs spüren. Das ist alles ganz okay. Aber es fühlt sich jetzt aktuell, muss ich sagen, vom Widerstand her, fühlt sich es an wie 15 Newtonmeter. Also das ist schon sehr viel, sag ich mal, Kraft, die wir aufwenden müssen und die auch an deine Hand gelangt. Und wie du auch siehst, komme ich nicht in die Kurve rum, weil ich zu doof bin. Und du siehst auch, dass wir zwischendurch arbeiten müssen und das Lenkrad auch doch dir gut, sag ich mal, mit reinspielt und sagt, hey, okay, pass auf, wir müssen noch mal in die andere Richtung. Aber was definitiv besser sein könnte, wäre einfach die Details. Also in iRacing bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich sage, nach ein bisschen rumspielen und rumtesten, hier fehlt was. Also irgendwie fehlt ein bisschen Detailgrad. Als wenn die Wheelbase das nicht vernünftig irgendwie auslesen kann. So zumindest fühlt sich das für mich zwischenzeitlich ein bisschen an. Wenn wir jetzt, wie gesagt, über Curbs fahren, ist alles okay, man merkt das, halt auch ein bisschen gedämpft. Und gedämpft, wenn wir jetzt beispielsweise ins ABS reinbremsen, dann merkt man hier gar nichts. Also das wird irgendwie gar nicht wiedergegeben an der Stelle. Genauso wie Traktionsverlust merkt man auch nicht wirklich so viel. Also ich habe das Gefühl, dass für iRacing hier noch ein bisschen was gemacht werden müsste. Fahren wir doch mal auf Rouge hoch und schauen mal, was hier so geht. Wie sich da das Force Feedback verhält. Oh, es fühlt sich sehr gut an. Also es ist nicht leer wie in anderen Wheelbases manchmal. Und man kommt da doch geschmeidig hoch und hat einen guten Widerstand drin. Machen wir doch mal den Geräuschtest. Und dann kannst du für dich mal wahrnehmen, wie viel denn aus der Camus Wheelbase eigentlich rauskommt.
Also wie ihr wahrscheinlich jetzt wahrgenommen habt, macht die Wheelbase in iRacing fast gar nichts. Und das ist sehr komisch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Motor da drin ist super stark und der hat auch wirklich Power und man muss wirklich extrem arbeiten, aber es fehlen die Details. Und dadurch, dass die Details nicht drin sind, also kannst du ja in der Lautstärke auch wahrnehmen, dass der Motor nicht wirklich noch mehr machen muss. Lass uns mal über Positives und Negatives von der Camus Wheelbase plus die beiden Lenkräder sprechen. Positiv, der Preis ist definitiv ein Kracher. Sage ich euch ganz ehrlich, 500 Euro für eine Wheelbase, 250 Euro für ein rundes Wheel, 250 Euro für ein GT-Wheel, ist definitiv klasse. Kann man sich nicht drüber beschweren. Verarbeitung, Verpackung, mitgeliefertes, großartig. War wirklich alles mit dabei, die Schrauben waren dabei, Quick Release war mit dabei. Also alles, was man sich gewünscht hat, war dabei. Qualitativ wirklich auch sehr, sehr gut. Die Wheels waren für den Preis definitiv sehr stabil, sehr robust. Die Wheelbase machte einen unglaublich starken Eindruck. Sie hat kein Plastik verbaut. Es ist natürlich ein riesiger Brecher und es hat vorne zwei witzige Knöpfe. Also nicht zwei, aber vorne zwei seitenwitzige Knöpfe dran. Aber auch für den Preis habe ich schon schlechtere Sachen gesehen mit weitaus mehr Plastik für mehr Geld. Was ist jetzt negativ an Camus? Overall würde ich sagen, ist die Experience für den Kunden an sich super gut. Was man vielleicht bemängeln könnte, wäre die Einstellungsmöglichkeiten im Treiber. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass wir an den Effekten arbeiten könnten. Dass wir dort ein paar mehr Effekte reindrehen können oder rausdrehen können. Und dass wir ein bisschen mehr Detail ins Force Feedback kriegen. Weil das Force Feedback ist für 15 Newtonmeter wirklich super, super stark. Und es ist sehr, sehr kräftig. Aber der Detailgrad hat mir ein bisschen gefehlt. Gerade beispielsweise in iRacing, weil es scheinbar nicht so gut angezapft wurde, hat man die Curbs fast gar nicht gespürt und die Straße auch fast gar nicht. Und selbst wenn man in die Bremse getreten hat und ABS hätte spüren müssen, war leider nicht sehr viel da. Was ist also mein Fazit zu dieser Wheelbase? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es, für mich ist es schwer, was dazu zu sagen oder ein passendes Fazit zu finden. Denn ich habe so das Gefühl, dass man softwareseitig aus dem Motor noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Und ich glaube, dass weil Camus so ein bisschen unterm Radar fliegt, sie noch nicht so viel Feedback bekommen haben diesbezüglich, dass sie aus dem Motor mehr rausholen oder zumindest, dass ihnen dort ein bisschen Detailgrad fehlt. Weil es ist nämlich für den Preis, die Qualität, der Treiber und die Benutzerfreundlichkeit sind wirklich super. Da gibt es wirklich gar nichts zu bemängeln. Das Einzige, was fehlt, ist leider ein bisschen Detailgrad im Force Feedback. Denn Kraft ist da, Qualität ist da, nur ein bisschen Detailgrad. Also Camus, falls dich das hier erreicht und du meine Sprache sprichst oder dir das irgendwie übersetzt wird, ein bisschen mehr Detail ins Force Feedback und dann für den Preis Weltklasse. Also falls du Kraft brauchst und vielleicht gar nicht so viel Detail, bist du für 500 Euro im Simrace Shop bei der Camus Wheelbase definitiv gut aufgehoben. Ich denke aber, du wirst für 500 Euro was anderes kriegen, wo ein bisschen mehr Detailgrad drin ist. Aber nicht mit der Stärke. Freunde der Sonne, das war meine Review zur Camus Wheelbase. Ja, es ist wirklich sehr durchwachsen. Es ist für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein großes Hin und Her und ich bin wirklich sehr hin und her gerissen, dazu irgendwas zu sagen, weil ich glaube, es ist einfach nur, sind nur so zwei, drei kleine Stellschrauben, bei denen noch was gemacht werden müssen, an denen was gemacht werden müssen. Was du jetzt gerne machen kannst, ist mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben, denn darüber würde ich mich sehr freuen, weil das ist für mich Feedback, ob das Video gut war oder ob es schlecht war. Und dann kannst du mir auch gerne noch einen Kommentar schreiben, was dir gefallen hat an diesem Video, was dir nicht gefallen hat an diesem Video, ob du von Camus schon mal was gehört hast oder ob du die Wheelbase schon mal in der Hand hattest. Lass mich das gerne wissen. Ich unterhalte mich super gerne mit euch. Ich lese alle Kommentare und freue mich jedes Mal sehr darüber. Und wenn du jetzt noch die kleine Extrameile ohne Großkalorienverbrennen gehen möchtest, dann lässt du noch ein Abo da und machst die Glocke an. Weil dann kriegst du nämlich mit, wann bei mir auf dem Kanal Videos kommen. Und wir würden uns freuen darüber. Also, wie im Sinne von nicht ich und mein dicker Bauch, sondern Paul, der Cutter und meine Wenigkeit. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Abend bzw. Tag
Und bis denn, Dansen. Tschüss.